Was ist das für ein Tag für Sie heute? Sie haben 9 Jahre an dem Projekt gearbeitet. Ja, für mich ist das ein glücklicher Moment, weil praktisch vom ersten Tag meiner Amtszeit in Hamburg mich das Projekt begleitet hat. Aber die Wahrheit ist ja, es hat mich auch schon meine Zeit als Stader Bürgermeister begleitet. Insofern kenne ich beide Sichtweisen und weiß um die vielen Probleme. Es ist kein sehr günstiges Stück Autobahn, weil wir sehr umfangreiche Vereinbarungen mit den Landwirten treffen mussten, aber auch sehr viele Zugeständnisse an die Umweltverbände machen mussten. Aber immerhin haben die ihre Klage dann zurückgezogen. Und wo in Deutschland gibt es das, dass die Umweltverbände eine Klage gegen eine Autobahn zurückziehen. Insofern bin ich da ehrlich gesagt auch selber ein bisschen stolz, dass wir das jetzt hinbekommen haben. Neben dem Lückenschluss, wie es so schön heißt, zwischen Obermunsdorf und der A7 jetzt, ist, glaube ich, diese Vereinbarung mit den Umweltverbänden das ganz Besondere an. Ja, also die Autobahn ist ja ein Stück nach Norden, man muss sagen, zulasten der landwirtschaftlichen Flächen verlegt worden, um den Moorgürtel zu schützen. Aber aus Sicht der Umweltverbände ist besonders wichtig, dass es auch einen Biotopkorridor gibt von Süden nach Norden oder von Norden nach Süden, der doch sehr, sehr umfangreiche Verbesserungen für Flora und Fauna vorsieht. Und insofern, ich glaube, wir haben 20 Brückenbauwerke, also Brücken auf Deutsch, die gebaut werden. Es sind alle möglichen Belange, die es irgendwie geben konnte, berücksichtigt worden. Und das erklärt ehrlicherweise auch die lange Verhandlungszeit. Die Zahl am Ende, was hat diese Vereinbarung mit den Umweltverbänden gekostet? Naja, also die Autobahn selber kostet um die 450 Millionen nach dem jetzigen Planungsstand. Die Verbesserung für die Natur, nicht für die Umweltverbände, das muss ich sagen, nicht die Umweltverbände bekommen Geld, sondern für die Natur würden so, ich sag mal, mindestens 25 Millionen zusätzlich ausmachen. Was würden Sie sagen, heute ein schöner Tag für Sie? Für mich ist das ein total glücklicher Moment. Ich bin stolz wie Bolle.